So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu meinem Kanal. Und ich habe hier heute mal was ganz anderes. Ich habe mir wieder mal ein Spiel gekauft im Play Store für was ca. 5 Euro kostet. Es heißt Lesabel und in diesem Spiel, es ist ein Spiel, was na, also einfach durchspielbar ist, ein Rollenspiel. Ich wollte gerne mal wieder was spielen, wo ich auch ein Ziel habe. Diese offenen Spiele, diese Beta-Test-Spiele, dieses Multiplayer-Spiel hat ja alles den Nachteil, dass es aus irgendeinem Grund ist, hat ja nie ein Ende. Ne? Und hier wollte ich einfach mal gucken, was in so ein Offline-Spiel kann. Also, tontechnisch. Hier, du siehst, mein Tablet ist gerade völlig überfordert, einfach weil ich selber gerade nicht weiß, was hier gehauen und gestochen ist. Wir gucken mal. Lesabel, ich habe meinen Krieger erstellt, ich heiße Quitschi und wir schauen mal, was hier passiert. Du wirst sterben. Der Schamane. Der Zauberer. Ich muss ihn finden. Sachen. Sachen, meine Sachen. Verdammt, alles zerstört. Und ich kann mich nicht mal mehr erinnern, was hier geschehen ist. Ich hoffe, der Zauberer kann mir helfen. Aber wie finde ich ihn? Zuerst muss ich den Zauberer finden. Also Aufgabe angefangen. Zauberer finden. Ich bin also ein Krieger. Das hat sowas von Diablo 2, ne? Aha. Okay, wollen wir mal gucken. Jetzt laufen wir einfach mal ein bisschen hier rum. Da oben steht was von Werfen. Oh. Das soll ein Wolf sein. Werfen soll ein Holz, soll ein Wolf sein. Hier ist erstmal Schluss. Ach, hier geht es noch weiter. Hier ist. Oh, guck mal, was ist denn das? Hier ist eine Holztür. Die ist aber verschlossen. Da ist noch ein Wolf irgendwo. Ah, da ist er. Das sehen wir also auch, der läuft automatisch hin. Ich habe also auch einen Heiltrank, wie es aussieht. Und ausweichen, haben wir gerade gesehen, kann ich noch nicht. Was ist denn das hier? Da fehlt noch das entsprechende Attribut. So. Also es hat einen Rollenspielcharakter. Es ist ein Hack and Slay, das weiß ich noch nicht. Das werden wir mal herausfinden im Laufe des Spiels vielleicht. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, dieses Spiel mal am Stück zu spielen. Ich denke nicht. Das Ding, es wird eher auch pausieren und es wird abwechselnd sein, aber ich wollte einfach mal gucken, was es noch so gibt im Play Store. Und das war also im Angebot. Ich habe bezahlt, ich glaube, 79 Cent und eigentlich soll es 5 Euro kosten. Und das gucken wir uns einfach mal an. So, es ist aber die Frage, wo geht's denn hin? Wo ist denn das Hexenhaus? Siehst du eine Karte irgendwo? Ist hier keine Karte? Kann man hier reinzoomen? Nee, reinzoomen geht natürlich auch nicht. Spezialfertigkeiten habe ich auch nicht. Hier waren wir doch vorhin schon. Hier sind wir doch vorhin lang gekommen, aber dann muss es doch hier irgendwo runtergehen. Aha, hier. Jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Aber hier ist auch ein Wald. Da geht das schon gut los. Das ist ja schon genau mal nach meinem Geschmack, dass man einfach gar nicht so richtig weiß, was man machen soll. Hier sind auch, guck mal, hier sieht das aus wie ein abgebrannter Baum oder was ist das? Das sieht doch auch aus. Ach so, das ist ein kaputtes Auto oder irgendwas, kaputter Wagen. Hier brennt noch ein Mensch. Was ist denn das hier? Was ist hier passiert? Was ist da passiert? Wo müssen wir hin? Wir durch die Tür kommen wir nicht. Hier ist noch ein Wolf. Aber der ist hinter der Tür. Weißt du, was wir machen? Wir brechen jetzt die Tür mal einfach auf. Was natürlich nicht geht. Aber hier muss irgendwo ein Hebel sein. Da ist ein Seil. Kann man das antippen? Nö. Ah, hier können wir uns also was anschauen. Und hier nicht so. Okay, hier können wir. Aha, da können wir nur irgendwelche Quickslots reinlegen. Was ist denn das hier? Ach, hier können wir Punkte vergeben, wie es aussieht. Können wir also auswählen. Zum Beispiel Stärke. Ach so, nee, das ist nur umschalten. Und verbleibende Punkte 0, also können wir hier auch erstmal nichts machen. Das ist natürlich. Gibt es denn sonst noch was? Ah, ich kann auch so laufen. Kann jetzt hier gedrückt halten. Ach, guck mal, hier geht es noch weiter. Da ist ein Wolf. Einwerfen.
Wollen wir mal schauen, ob der Level 2 erreicht. Interessant. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. 2 verbleibende Punkte. Dann machen wir jetzt mal Stärke. Aha, plus. Machen wir einfach mal Stärke plus. Okay. Änderungen anwenden. Da haben wir uns mal ein bisschen verbessert. Hier ist ein Ort der Gesundheit. Aha. Sammelt man das irgendwie ein? Ah, man muss drauf drücken. Mhm. Okay. Jetzt habe ich einen Vogel weggescheucht. Ah, die Geräusche. Ah, das ist natürlich schön. Hier ist eine Kiste. Ah, man muss doch drauf tippen. Schlüssel zum Tor. Alles klar. Schlüssel zum Tor. Was gibt's hier noch? Gibt es hier hinten noch was? Nee, ne? Hier ist alles ruhig. Das Gras wackelt schön im Nordwind. Guck mal, wie die Sonne scheint. Schön orange sieht's aus, ne? Ich gehe nochmal zurück. Ach, ist natürlich. Ich habe schon ein bisschen Angst vor so einem Spiel. Ja. Das ist Tor. Ach, und schon geht's auf. Da haben wir die Larven erstmal umgehauen fast. Ach, ich darf natürlich die Orbs nicht. Ah, das ist natürlich interessant. Oh, ein Werfen wieder. Orb des Geistes. Aber der kann ja die Karte nicht drehen, ne? Aber scheint eingesammelt zu sein. Noch ein Wolf. Oder ohne einen Orb. Ach du Grüne, wo laufen wir jetzt mal hier hin? Okay, gehen wir da lang. Was ist denn das jetzt? Eine Mücke? Das ist eine super Mücke, ne? So, ausweichen können wir noch nicht. Das können wir aber vielleicht trainieren. Das ist doch keine Mücke. Was ist denn das? Das ist doch ein fliegender Hund mit Schmetterlingsflügeln, ist das doch. Aber na gut, wir sind stark. Sehr stark. Da haben wir Gold eingesammelt. Gibt's hier noch was? Nö. Weiter. Kiste auf. Passt. Oh, noch eine Mücke. Mach die Platz los. Mach Platz jetzt. Ein Gold. Da ist ein Gold. Orb der Vitalität. Ach, das heilt einen natürlich. Orb der Vitalität heilt dich. Das wäre so ein Spiel, was wir mal im Livestream spielen könnten. Ne? So am Stück einfach mal ein paar. 2-3 Stunden am Stück hier werfen besiegen. Einsammeln. So, sind wir wieder völlig gesund. Was ist denn das hier unten? Klassen. Aha. Wellenschlag. Ethnische. Was ist denn das? Klassen. Alchemie. Da haben wir. Kampfgeschrei. Meister. Aber was macht man denn jetzt damit? Das ist passiv. Ethnisch irgendwas. Wie das jetzt funktioniert, das müssen wir natürlich noch rausfinden. Hütte des Zaubers, das ist also die Quest aktuell. Hier haben wir Kamera, Zoom. Kann man eigentlich noch ein Stück rangehen sogar, würde ich fast sagen. Mal probieren, was da passiert. Obere Ecke, Tor des Feindes, speichern. Ah, guck mal. Das habe ich mal gespeichert. Entwicklung, zurück. Habe ich das Spiel gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Jetzt haben wir hier verbleibende Punkte 2. Und dann müssen wir, da machen wir 2 auf Verteidigung. So, speichern wir das ab, ja. Und trotzdem möchte ich aber jetzt wissen, das sind die Quests, das sind die verschiedenen Akte, das ist die Weltkarte. Was? Ach so, guck mal hier. Stachelknüppel, Keule. Guck mal, Melee-Attacke 548, Statistiken. Stufe 6 Kraft, das ist die Voraussetzung. Haben wir noch nicht, aber die können wir dann später, also quasi. Die haben wir wahrscheinlich schon eingesammelt, die können wir später nehmen. Oh, da liegt noch was. Da liegt noch Blut. Was auch immer wir mit Blut anfangen müssen, keine Ahnung. Hier ist noch eine Mücke. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Verteidigung auch. Das fangen wir an. Das ist ja wirklich, Tatsache, guck mal. Die Grafik ist im Stil von Diablo 2 und selbst sogar das Gold sieht so aus. Was ist denn eigentlich dieser Schrei? Macht der irgendwas? Achso, der kann man nur auswählen, was man da drauflegen will. Okay. Giftige Beere, was ist denn hier? Ist das ein Speicherpunkt? Ach nee. Ist das ein Teleportpunkt? Da kann ich mich wahrscheinlich hin und her teleportieren.
Macht durchaus vielleicht Sinn. Nächste Mücke, wo ist die? Oh, da ist er. Also ich sehe natürlich, man sieht recht schlecht durch hier, muss man sagen. Ne? Es ist diese Grafik. Ich habe das Gefühl, dass der Weg nicht zum Zauberer führt. Aha. Also bin ich jetzt hier schon falsch gelaufen. Gut, dann habe ich die Hauptquest aus den Augen verloren gerade. Betrete Hain. Jo, freilich. Keine Ahnung, was es ist, aber wahrscheinlich ist das das Richtige. Heißt es eigentlich Lesabel oder Isabel? Ich erinnere mich an diesen Ort aus meinen Visionen. Der Zauberer ist in der Nähe. So, jetzt gehen wir also zum Zauberer. Da ist noch ein Wolfen, Werfen meine ich. Es kann natürlich nicht schaden. Ach, guck mal, hier liegt ein Körper. Ach, guck mal, hab ich gar nicht gesehen. Kurzschwert. Schauen wir mal ins Inventar. Ach, das ist die Map. Alles klar. Inventar, das Kurzschwert. 295, aber auch da brauche ich Stufe 3. Das habe ich natürlich schon nicht. Was ist denn hier? Nicht? Nee. Jetzt muss man natürlich immer noch gucken, dass wir die Sachen nicht übersehen. Also man muss ab und zu mal da drauf drücken, tatsächlich. Ich glaube, dieser Spezialangriff macht Flächenschaden. Da treffe ich gleich mehrere Gegner. Hier ist da liegt was, siehst du? Hast du gesehen? Da unten. Da liegt was. Eine Mücke. Man kann es Multitouch, das ist schon mal gut. Umhänge. Was machen wir denn mit Umhängen? Schauen wir uns das mal an. Fallen. Schützer. Ne, ich habe hier keinen Umhang dabei. Ach doch, hier. Rüstung. Na. Aha, so geht das. Doppelklicken? Was haben wir hier? Nichts ausgerüstet. Doch. Eine Hose. Was ist denn da? Stufe 1 ist das. Okay, elende Rüstung. Armorgruppe, Statistiken. Dann nehmen wir mal rein. Was haben wir hier? Einen Ring? Da haben wir nichts. Kann man den nicht anlegen oder was? Nö. Warum kann ich den nicht anlegen? Unbekannt. Und hier brauchen wir eine höhere Stufe. Was haben wir denn noch außer Rüstung? Das sind unsere Tränke und das sind noch Zutaten. Ah, alles klar. Haben wir es noch mal ein bisschen? Da kommt natürlich gleich ein Werfen. So, okay. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Ich guck mal, ich blende mal die Map ein. Wir schauen uns das mal an. Auf der Karte. Ah, guck mal, jetzt renne ich voll ins Nest rein. Da gibt es jetzt gute Erfahrungspunkte. Das ist schön. Und da mit dem Trick hier ist das auch ganz gut. Mein Lebenspunkt ist natürlich doch deutlich zu nahe. Oh, da ist noch ein Hund, der lebt noch. So, erstmal alles einsammeln, okay. Und wieder gesund werden. Hier gibt es weitere. Einer kommt. Einzeln sind die kein Problem. Aber so können wir uns gleich direkt schon mal leveln. Alles klar, jetzt ist hier nochmal eine einzelne. Die holen wir uns auch noch. Mit einem kritischen gleich. Und da ist noch ein Hund. Okay, so. Und jetzt gehen wir mal nach hier. Hier oben haben wir nur drei Gegner. Dann nehmen wir uns erstmal die vor. Der Wolf, genau, die kommen schon einzeln gleich. Und noch eine Mücke dazu. Ich bin Level 4, gleich gesund geworden. Richtig, Hashtag gut. Okay, so, was haben wir hier unten noch einen einzelnen Gegner? Den laufen wir nochmal ab. Hä, wo ist der jetzt hin? Da habe ich mich wohl geirrt. Das ist auch kein einzelner Gegner. Na, dann gehen wir jetzt mal hier hinten hin. Da hinten in die Ecke. Na, lauf doch mal dahin. Du siehst, die Steuerung ist ein bisschen complicated, aber da unten, da oben, da ist das Questziel. Ah, ich verstehe. Da oben links ist das Questziel. Die Frage ist natürlich, kommen wir nochmal hierher? Wenn ja, dann bräuchten wir jetzt die Mobs nicht alle umhauen, aber nein, dann fehlt uns hinterher jede Menge Erfahrung, wenn wir das jetzt einfach sein lassen. Ne? Und wir wissen ja von Gronkh, es kann nie schaden, grundsätzlich immer überall erstmal hinzugehen. Wenn man natürlich die Zeit dafür hat. Ganzes Wolfsrudel hier. Ein Werfenrudel. So. Hier oben ist erstmal nichts, aber vielleicht gibt es hier noch was zu holen später. Oder aber da ist eine Wurzel.
Hol die mal. Na, der Hilfeknopf ist notwendig, ne? Muss man ehrlich sagen. Das hätte doch kein Mensch jetzt gesehen. Oder hättest du es gesehen? Bisher weiß ich noch nicht, warum das Spiel 5 Euro wert ist, aber es ist ziemlich nice, erstmal orientiert an dem Spiel Diablo von damals. Wer sowas gerne spielt, der ist hier auf jeden Fall nicht auf der falschen Seite. Mit der Google-Umfragen-App kommst du ja hin und wieder mal an Geld bei Google, dann kannst du natürlich ohne Probleme für 5 Euro dir mal so ein Spiel hier gönnen. Besser so investiert als bei Last Day on Earth und irgendwelche anderen Sachen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir die platt kriegen hier. So ziehen wir uns natürlich noch Level für Level hoch jetzt. Aber sterben vielleicht auch dabei. Gut, jetzt haben wir erstmal alles. Obstgesundheit, sämtliches Zeug erstmal einsammeln. Okay. Komm, noch ein Werfen. Okay, da oben sehe ich auf jeden Fall, da ist unser Ziel. Das werden wir mal ansteuern. Bam, bam, bam. Wie das Spiel speichert, weiß ich natürlich noch nicht. Ne? Ich hoffe mal, wenn ich jetzt gleich eine Aufnahmepause mache, hier ist ein Körper, dass ich da jetzt nicht sämtliches Zeug verliere. Oder nochmal von vorne anfangen muss oder so. Gehen wir hier lang. Und los. Da war nichts zu holen. Okay. Hier oben müssen wir hin. Da ist auf jeden Fall was. Guck mal, der Schamane. Oh, gut. Ihr seid bereits da. Kommt alle hinein. Wärmt euch. Eine lange und anstrengende Reise steht euch noch bevor. Ich bin nicht sicher, ob du überhaupt auf mich wartest. Ich fürchte auch, dass ich allein bin. Was sagst du? Ihr müsst euch erholen und in der Früh aufbrechen. Die Zeit ist knapp. Kommt hinein, schnell. Du verstehst nicht. Dort im Wald, es gab Bestien, Blut, Feuer. Ich kann mich nur an dich erinnern. Bei den Wagen sind nur Leichen geblieben. Ich bin hier allein. Sie sind tot? Alle? Nein, es ist unmöglich. Nein, sag doch, dass es nicht stimmt. Nein, ich hätte wissen müssen, dass ich dir nicht vertrauen darf. Gerade haben wir den ersten sanften Lufthauch des aufziehenden Sturms miterlebt. Den Lufthauch, dessen Vorbote du bist, der Tod, ist bis hierher gekommen und du hast ihn uns soeben mitgebracht. Ich glaube an keine Bestien. Ich bin mir nicht sicher, wer die anderen Boden tötete. Wir haben dir vertraut, Mann. Sei verflucht. Für mich und mein Volk bist du verbannt. Bis du nicht bewiesen hast, dass du immer noch dieselbe Person bist. Bevor die Sonne fünfmal über den Himmel zieht, musst du deine Unschuld nachweisen, sonst wirst du als Verräter sterben. Danach ist es zu spät für dich. Und für uns alle. Wer bist du überhaupt? Mich so anzusprechen, ich trage keine Schuld. Das musst du mir erklären. Was erwartest du von mir? Wie soll ich meine Unschuld unter Beweis stellen, wenn du mir nicht vertraust? Ich kenne dich nicht mal. Ich bin Eltar, der Älteste des Rates der Zauberer im gesamten Nordland. Schweige, oder ich werde gezwungen, dir jetzt schon dein elendes Leben wegzunehmen. Du weißt tatsächlich nicht, was hier vorgeht, oder? Taten, mein Lieber, Taten, nicht Worte. Geh zum Dorf Slava. Es liegt nördlich von hier. Werden dich die Menschen dort annehmen, so werde ich auch. Du musst nicht nur deine Erinnerungen wiederherstellen, sondern auch mein Vertrauen. Jetzt raus mit dir, du hast nicht viel Zeit. Okay, jetzt gucken wir mal. Pausieren, speichern. Und ich gehe zurück ins Hauptmenü und danke dir fürs Zuschauen. Die erste Folge haben wir gemacht und ich bin gespannt, ob die hier bei dem Spiel, schreib mir doch in die Kommentare, wie es dir gefallen hat, ob das Spiel was für dich ist. Lesabel, ich finde es erstmal interessant, es ist offline, aber es könnte spannend sein. Aber hier steht doch Multiplayer-Spiel, was ist denn das? Ach, schau mal an. Ach, gucke mal dir das mal an. Wir haben noch was rauszufinden in den nächsten Folgen. Ich danke dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, hau rein und tschüss.